Das ist ein Radfahrer, unstrittig. Doch kommen mehrere hinzu, womöglich Männer und Frauen, wird es kompliziert. Denn auch dies sind genau Radfahrer. Oder RadfahrerInnen, RadfahrerSternchenInnen oder Radfahrende. Die deutsche Sprache, sie ist in vielen Bereichen sehr genau. So unterscheidet sie verschiedene Geschlechter. Der Bürger, die Person, das Volk. Eigentlich rein grammatische Geschlechter, die Stadtverwaltung Hannover künftig dennoch meiden will. Denn hier soll es nun geschlechtergerecht zugehen. Wir wollen geschlechtsumfassend ansprechen. Also, dass wir deutlich zeigen, wir haben Männer und Frauen als Geschlechter im Blick, aber wir schreiben genauso auch die Diversen an. Das ist uns sehr wichtig, dass die sich auch angesprochen fühlen. Und so ist dieses Möbel in Zukunft kein Rednerpult mehr, sondern ein Redepult, um keine Frauen oder Andersgeschlechtliche zu diskriminieren, die hinter diesem sprechen wollen. Sitzen hier dann künftig nicht mehr Stadträte und Rätinnen, sondern nur noch Ratende? Und was halten die Wähler, die Wählenden davon? Ja, und so machen. Nichts dagegen. Ich brauche das nicht. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Ja, gar nichts halte von dem und Gender und was weiß ich was. Das ist alles übertrieben und wir haben wirklich größere Probleme. Gender-ExpertInnen sehen das etwas anders. Es ist ja nicht so, dass man nicht mehr irgendetwas sagen darf. Alle dürfen sagen, was sie möchten. Was hier ja zur Diskussion steht, sind Konventionen für den professionellen Schriftverkehr. Das ist völlig konform mit dem, was wir eigentlich in unserer Gesellschaft möchten und was auch im Grundgesetz so formuliert ist. Das Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, steht dort. Dies auch in der Sprache umzusetzen, versuchen Frauenbewegte seit Jahrzehnten. In den 70er Jahren kämpft Alice Schwarzer mit der Emma an vorderster Sprachfront. Frauenbuchläden sprießen aus dem Boden. Und in den Gesprächskreisen wird die männlich-chauvinistische Sprache zerpflückt. Denn in dieser wären Frauen quasi unsichtbar, dann nicht benannt. Tatsächlich lassen uns Worte wie Ingenieur oder Spion eher an Männer denn an Frauen denken. Aber können Gender-Sternchen das wirklich ändern? Der Grundsatz, man müsse geschlechterfreundlich sprechen, damit die Geschlechter nicht beruflich benachteiligt werden, ist ja auch ein ziemlicher Unsinn. Wie heißt es im Grundgesetz? Der Bundeskanzler. Wie oft heißt es der Bundeskanzler? 15 Mal eher. Hat das Angela Merkel den Weg ins Bundeskanzleramt irgendwie erschwert? Nein, 4-mal hat sie es geschafft. Im Hannoveraner Rathaus bleibt es dabei. Das männliche Geschlecht, es ist zu vermeiden. Zumindest grammatisch. Baulich gesehen dürfte die Sache etwas schwieriger werden. Denn manche Dinge lassen sich nur schwer weggendern.